Wir starten Reihe 18 mit 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und drehen unsere Arbeit. Vier Stäbchen durch die erste Lücke. Zwei Luftmaschen und vier Stäbchen durch die nächste Lücke. Hier folgt wieder unser Totenkopf. Wir häkeln 8 Luftmaschen. 1, 2. 7, 8 und wir zählen von hier 1, 2 feste Maschen ab und gehen in die dritte und häkeln 8 Kettmaschen ab hier. Ganz locker bleiben. 1, 2. Und 8 und wir sollten genau in der Mitte sein, da sind wir auch. Dann folgen nochmal 8 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 8. Wir häkeln 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir überspringen diesen Bereich und gehen zur nächsten Lücke und häkeln da 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und durch die nächste Lücke 4 Stäbchen. Und wir sind beim nächsten Totenkopf. Wir häkeln wieder 8 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8. Wir zählen wieder 2 Maschen ab und stechen durch die dritte und häkeln 8 Kettmaschen. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind wieder bei der Mitte und häkeln nochmal 8 Kettmaschen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 und 8 Luftmaschen, 1, 2, 3, 8. Wir überspringen wieder diesen Bereich und gehen zur nächsten Lücke und häkeln 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen. Durch die letzte Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Wir starten Reihe 19 mit 8 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arbeit wenden und 4 Stäbchen durch die erste Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen um die lange Luftmaschenkette vor dem Totenkopf. Sechs Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6. Wir zählen hier 2 Maschen ab, stechen durch die dritte Masche ein und häkeln 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt sind wir, oder wir sollten genau in der Mitte sein. Und wir häkeln noch 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 Luftmaschen. 3. Und um diese lange Luftmaschenkette zum Schluss 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Stäbchen. So, ich werde jetzt hier dieses Fadenproblem lösen. Manchmal gibt es hier solche langen Fäden, die irgendwie deplatziert aussehen. Ich streiche das jetzt glatt und schneide das ein bisschen länger ab. So. Dann streiche ich das hier auf der anderen Seite
ebenfalls glatt. Und dann häkle ich jetzt noch das letzte Stäbchen hier drin. Aber beende es mit dem neuen Garn. Und dann verknote ich die Enden. Also einfach einen ganz normalen Knoten. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und das vernähen wir später. Also solltet ihr auch mal solche komischen Fäden haben, könnt ihr das so lösen. Dann zwei Luftmaschen. Und bei dem nächsten Bogen vier Stäbchen. Und es folgen sechs Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir zählen hier wieder zwei Maschen ab, stechen durch die dritte. Und häkeln 6 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind genau in der Mitte. Perfekt. Weiter geht's. Luftmaschen. 3, 4, 6. Und bei diesem langen Bogen häkeln wir 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die letzte Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Ebenfalls durch die letzte Lücke.